Schönen guten Hallo, heute machen wir Hausaufgaben. Meine Freundin hat Hausaufgaben bekommen für ihre Berufsschule und da soll man folgende Geschichte, ich lese das jetzt nicht vor, ihr könnt ruhig pausieren und euch das in Ruhe durchlesen, soll man diese Geschichte kreativ ändern. In ein Videoformat hat sie sich überlegt und mich zur Hilfe gerufen und wir schauen uns jetzt gemeinsam mal das Ergebnis an. Oder nicht in die Hose! Wo bin ich? Ach so, ich hab geschlafen. Moment, ich hab geschlafen! Jürgen? Jürgen, du schnarchst gar nicht! Jürgen? Von was bin ich denn wach geworden, wenn er gar nicht da ist? Jürgen? Was machst du hier? Ich hab was gehört. Du hast was gehört? Ja, ich bin von einem Geräusch wach geworden und wollte schauen, was das war. Warum lügt er mich an? Der Kerl wacht nicht mal auf, wenn die Interpol die Wohnung stürmt. Er hat sich einfach den Bauch vollgeschlagen. Ohne mich. Ein Geräusch. Naja, scheinbar ist hier nichts. Ja, richtig. Falscher Alarm, Fehlinterpretation, umsonst geguckt. Gehen wir schlafen. Und warum hast du im Dunkeln geguckt? Was? Es war dunkel, als ich hier reinkam. Ach so, ich wollte den Einbrecher nicht gleich verjagen. Hier ist aber kein Einbrecher. Ja, was ein Glück. Gehen wir schlafen. Na gut. Ah! Was? Du bist mir auf den Fuß getreten. Ja, selbst dran schuld. Was machst du auch das Licht aus? Wir müssen Stromkosten sparen. Wie wär's, wenn wir dann aufhören, täglich zu saugen? Wag es nicht, meinen Putzplan zu manipulieren. Wir sind zu alt, um jeden Tag das Haus von Grund auf zu reinigen. Wir haben doch sonst nichts zu tun. Ja, okay. Stimmt auch wieder. Lass uns ins Bett gehen. 6 Stunden später. Hier ist dein Frühstück. Ab sofort bekommst du mehr zu essen, damit du wieder Kraft zum Putzen hast. Verdammt! So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt wie immer einen Daumen nach oben, lasst ein Abo, dann zeigt es eurer Gilde und wenn nicht, dann nicht. Ciao, rein!